Wusstest du eigentlich, dass man in Excel-Spiele ganz einfach erzeugen kann? In diesem Video zeige ich dir, wie du dieses einfache Wörtersuchspiel erzeugen kannst. Wie das Ganze erstellt wird, zeige ich dir in diesem Video wie immer, Schritt für Schritt. Um dir zu zeigen, wie einfach es doch ist, so ein Wörtersuchspiel in Excel zu erzeugen, habe ich schon mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Lediglich müssen wir jetzt noch die leerstehenden Zellen befüllen, damit wir es doch ein bisschen schwieriger machen für die Leute, die dieses Wörtersuchspiel spielen wollen. Im allerersten Schritt müssen wir also alle Zellen markieren, die wir befüllen wollen. Keine Sorge, die Zellen, die befüllt sind schon, die werden nicht überschrieben. Im nächsten Schritt ist nun so, dass wir nach oben gehen zu Start, suchen uns jetzt bei Suchen und Auswählen Inhalte auswählen raus, klicken also drauf und kommt jetzt im neuen Fenster natürlich, was wir ausgewählt haben wollen, und zwar die Leerzeilen. Klicken also drauf und können das Ganze mit OK bestätigen. Nun markiert er alle Zeilen, wo schon was drin steht, und natürlich ein leerstehende. Keine Sorge, muss nichts weiter machen, sondern es wird nachher befüllt. Nun müssen wir die Funktionswahl aufrufen, das heißt also mit Umschalt sowie F3 rufen wir das Ganze auf und zwei Funktionen einfügen. Falls du es hier unten nicht haben solltest, und zwar Wahl, kannst du es hier oben das Ganze suchen. Wählen das Ganze aus und bestätigen das Ganze mit OK. Nun in den Funktionsargumente müssen wir natürlich den Index angeben. Das heißt also, wir wollen jetzt den Zufallsbereich haben. Klammer auf. Sagen wir natürlich, das Ganze soll von A beginnen, also 1, Semikolon und natürlich, wie weit wir das Ganze haben wollen, wie viele Buchstaben bis welchen Wert wir das Ganze haben wollen. Ich sage jetzt einfach mal, ich gehe bis 26, also das heißt bis zum Z. Klammer zu. Nun gehen wir runter zu dem ersten Wert und sagen hier natürlich, dass das Ganze mit A befüllt werden soll. Und natürlich bis Z soll das Ganze eingetragen werden. Das heißt also, wir gehen wieder zum nächsten Wert. Sagen hier dann, das Ganze soll B sein und so weiter, bis wir bis Z angekommen sind. Solltest du jetzt bei dem Wert 26 nicht angekommen sein, dann müsstest du nochmal das Alphabet lernen. Auf jeden Fall bin ich jetzt da angekommen und im nächsten Schritt ist jetzt so, dass wir hier sagen, wir bestehen das Ganze mit OK. Hier zu beachten natürlich, dass du jetzt immer noch nicht irgendwie in diese Tabelle reinklickst, denn wir müssen das Ganze noch befüllen. Das heißt also, wir haben jetzt schon mal hier oben in dieser einen leerstehenden Zelle was reinbekommen, aber wir wollen das ja jetzt übernehmen zu allem. Das heißt also, wir müssen hier nach oben gehen, wo die Funktionsbeschreibung steht, klicken also darauf und nun im nächsten Schritt mit Steuerung und Enter können wir das Ganze befüllen. Und voila, wir haben genau das erreicht, was wir wollten. Und jetzt kann ich natürlich das Ganze in diese Tabelle reinklicken und diese Markierung, die wir gerahmt hatten, verschwindet. Wir haben also auch das Ende des Videos erreicht. Ich hoffe, dir, liebe Leute, hat das Ganze gefallen. Lass mir ein Like da, vergessen wir zu nehmen, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, TheCo00, in Excel verpasst. Also bis zum nächsten Mal.